Fact. Los geht's. Ich glaube, es geht los mit dem nächsten Run. Und dementsprechend lasse ich euch den Bacon, die Bühne und bin raus. Viel Spaß noch. Okay. Bye bye. Yeah, we got it's Rayman time. Yay! Hey. Rayman für PlayStation 1. Gerannt von Blackworm. Blackem, der zweitbeste Runner in dem Spiel. Für die PlayStation 1 ist ganz wichtig, denn die PC-Version, die ist ungefähr 10 Minuten länger, weil da einige Tricks nicht funktionieren. What is the platoon? It looks like a pretty hefty looking. Ja. Ja, es gibt ein paar. Also jeder, der Rayman kennt, weiß, das wird jetzt ein Plattformer folgen. Es gab noch, also es sind 2D-Plattformer. Es gibt noch Rayman 2, ist ein 3D-Plattformer. Bei Rayman 3 bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, Rayman sind 2D-Plattformer. Und der Run geht los. Und ganz am Anfang ist vielleicht wichtig zu erwähnen, wir können nur laufen und sonst nichts. Und wir müssen Electoons befreien. Das Ding ist, dass wir die am Anfang noch nicht befreien können, weil wir brauchen die Schlagfähigkeit, die wir erst später kriegen. Um das Spiel durchzuspielen, müssen wir alle Electoons dieses Spiels befreien. Deswegen gibt es auch keine 100% Kategorie, weil in AnyPercent musst du sowieso alles einsammeln, was da einzusammeln gibt. Und deswegen werden wir jetzt am Anfang erstmal schnell durch die Level düsen und keinen Electoon einsammeln, weil wir können sie sowieso nicht befreien, also wieso sollten wir uns damit aufhalten. Und wir werden halt sehr viel später erst wieder zurückkommen, wenn wir ein paar andere Fähigkeiten haben, die uns noch erlauben, durch das Level später noch ein bisschen schneller durchzulaufen, was ein kleines Routing technisch ein bisschen cool gelöst ist, weil wir können später nämlich rennen. Und wenn man rennt, ist man schneller durch Level, was logisch klingt. Genau. Man kann auch dazu sagen, man sieht jetzt, man bekommt jetzt die erste Fertigkeit, nämlich den Schlag, so wie Zadu schon richtig gesagt hat. Und am effektivsten ist es, wenn man springt und dann schlägt, weil das war doppelt die Power von den Schlägen. Und so kann man nämlich die Käfige in einem Hit besiegen oder öffnen, besser gesagt. Cool, das wusste ich gar nicht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ja, wenn du jetzt was sagst, ja, macht man das. Cool. Das wird nämlich im Speedrun-Tutorial Data Runner Shoto, nämlich gemacht hat. Erklärt er das nämlich. Oh. Wisst ihr, habe ich das auch was gelernt. die Fähigkeiten im Spiel, die lernt man von dieser gut gekleideten Fee. Genau. Es ging nach Rayman 2. Ja, es gab Rayman 3, Rayman Origin, Rayman Legend. Es gab einige Rayman-Spiele, sagen wir es mal ein bisschen so. Rayman Raving Rabbids, Rayman Raving Rabbids 2. Rayman und dann dieses komische Spiel für die Switch mit Mario. Ohne Rayman. Aber ja, es gibt mehr als 2 Rayman-Spiele. Genau. Man kann sagen, es gibt hier eben halt extrem viele Switch-Boosts, auch relativ später. Ja, man, ich finde das Interessante an dem Spiel ist, dass das Spiel recht langsam aussieht, aber dadurch, dass sie so viele kleine Kniffs haben, die alle nur ein paar Sekunden sparen, sieht das Spiel doch extrem schnell aus, wenn man sich das im Speedrun anguckt. Ja, kann ich dir zustimmen. Und zwar haben wir hier den ersten Boss. Und der erste Boss ist doch relativ simpel. Wir versuchen ihn einfach so schnell wie möglich fünfmal zu treffen. Ja, und diese Mosquito, der hat so eine kleine Story mit Rayman, keine Ahnung, der ist nämlich jetzt erst ein Boss und dann weint der ganz schrecklich
Und dann freundet Raymond sich dann mit dem an und jetzt reitet man ihn aus dem Grund. Genau. Es ist merkwürdig, was man oft zum Schlag sagen kann, was ihr jetzt auch gerade gesehen habt. Man kann ihn aufladen und dann ist er ein bisschen stärker und dann geht er auch ein bisschen weiter. Yep. Und der Autoscroller da ist zwar ein Autoscroller, aber wenn man da vorne ist, dann geht der tatsächlich ein bisschen schneller vorbei. Yep. Das Spiel, ganze Spiel ist übrigens auf einer Triggerbasis. Das heißt, wenn du irgendwo bist, das löst das ein Event aus und die Runner wissen natürlich, wo diese Trigger liegen und können sich so perfekt bewegen, sodass sie möglichst früh die Trigger treffen, um das zu finden, was sie brauchen und dann das einzusammeln, was sie brauchen, beziehungsweise wissen sie auch, wie sie sich bewegen müssen, um möglichst schnell durch beispielsweise Autoscroll sich zu bewegen. Man kann dazu sagen, Raymond kam 1995 raus, war ursprünglich mal ein Atari 500 Spiel oder 5000, auf jeden Fall ein Atari Spiel. Und ja, das jetzt haben wir die zweite Fertigkeit nämlich gekriegt, und zwar können wir jetzt an Ecken von den Plattformen hängen. Yay. Das ist, wow. Ich bin okay, begeistert. Danke, Tiff. Atari Jaguar. Ich weiß, also da ich das selber noch nie gespielt habe, weiß ich auch gar nicht, was Fähigkeiten sind und was nicht. Okay. Und ich wusste jetzt auch zum Beispiel nicht, dass das an Kanten hängen bleiben auch eine Fähigkeit ist. Aber genau, das, man bekommt eigentlich fünf Fertigkeiten, und zwar das Schlagen, das Ranhängen, dass man sich an so einen Gegenständen ranhängen kann, beziehungsweise auch... Also das mit den Ringen, meinst du? Genau. Damit kann man auch Lehm an sich ranziehen. Das ist eigentlich sehr gut im Casual-Spiel. Aha. Eben halt den Helikopter und eben halt das Rennen, was du schon erwähnt hast. Alles klar. Wahrscheinlich auch genau in der Reihenfolge. Genau. Sehr gut. Hey, ich bin informiert. Oh ja, hier haben wir vielleicht gesehen, der Autoscroller wäre natürlich ein bisschen weiter gegangen, aber das stört uns nicht. Also wir können uns nur so weit bewegen, wie der Screen gescrollt ist, aber wir können trotzdem so früh wie möglich an das Ziel springen, damit wir, naja, Zeit sparen. Wir sind ja immerhin Speedrun, nicht wahr? Ja. Was man vielleicht bei diesen Pflaumen sagen kann, die bewegen sich, je nachdem, wo du stehst. Du kannst, wenn du sie von dem Baum schlägst, kannst du sie schlagen und dann bewegen die sich nach rechts. Das ist so in Ordnung. Wenn du im Wasser stehst, dann bewegen die sich tatsächlich, je nachdem, wie du vom Zentrum aus stehst. Sprich, wenn du vom Zentrum aus rechts stehst, bewegen die sich nach rechts, und wenn du links stehst, bewegen die sich nach links. Genau. Man kann auch dazu sagen, ihr seht ja hin und wieder diese blauen Kugeln. Wenn man 100 von diesen blauen Kugeln einsammelt, bekommt man ein Leben. Das, was er jetzt gerade gemacht hat, das macht er die ganze Zeit. Das ist, weil er ein Speedrunner ist und das Spiel auswendig kennt. Er bewegt sich irgendwo randommäßig hin und das löst irgendwas aus. Also ist es zwar random diese Ranke hochgeklettert und das hat... Entschuldigung. Nicht schlimm. Und das hat random einen Käfig gespawnt. Genau. Das sieht alles ziemlich random aus, aber das ist vom Spiel genau so gewollt, dass du genau das machst. Genau. Und diese Eigenschaft vom Spiel ist genau das, was mich davon abhalten würde, das Spiel selber zu spielen. Ja, wenn man es nicht weiß, dann kann man schon verzweifeln, weil man braucht nämlich alle 120 Käfige, also muss man zerstören, damit man das letzte Level freischaltet. Und wenn man das nicht weiß, dann kann man da gerne auch verzweifeln. Also kann man sagen, Any% ist die 100% Kategorie. Boah, Entschuldigung, Leute. Nicht schlimm.
Auf jeden Fall sieht man jetzt hier, macht er ein bisschen Schwachsinn auf der Pflaume. Weil kann nämlich am Anfang noch relativ zu Beginn kann man nämlich die Gegner nämlich die Zunge rausstecken und dann verschrecken nämlich die Gegner und rennen vor dir weg. Ja, was man auch noch zu dem Spiel sagen kann, dass das relativ Cycle-basiert ist und die Runner wissen genau, dass wir das Schöne an dem Spiel ist, dass es recht wenig RNG hat und es sehr, sehr konstant ist. Das heißt, wenn du die Tricks kennst und genau weißt, wann du was zu tun hast, dann kannst du theoretisch immer eine perfekte Zeit haben. Natürlich ist das nur Theorie, aber die wissen genau, wann sie auf welche Plattform gehen können, wenn sie springen, zum Beispiel hier, das ist alles... Oh, das ist ein bisschen unfortunate. Die wissen genau, wann sie auf diesen bewegenden Plattformen stehen müssen, beziehungsweise wo sie sich platzieren müssen und wo die dann abspringen können, damit sie den nächsten Cycle so früh wie möglich hinkriegen. Und das ist schon ziemlich bemerkenswert, wenn ihr mich fragt. Genau, definitiv. Hier wieder ein Damage Boost, weil... Dadurch, dass wir kurz unverwundbar sind, können wir uns ein Stück weiter vorbewegen und das ist natürlich schneller, als wenn wir so über verschiedene Dinge drüber springen. Wir sind immer noch im ersten Teil des Runs, nämlich, oh Gott, The Dream Forest. Ja, wir sind immer noch in der ersten Welt. Genau. Okay, genau. You can jump through that platform right above me to the right here. Yeah, you punch it at the same time as it's dropping. Es gibt pro Zone, pro Level, sag ich mal, immer fünf Käfige, die man befreien muss. Jetzt werden wir von einem riesigen Stachelpflaumending verfolgt. Und das ist natürlich ein Autoscroller und da müssen wir einfach nur Dingen ausweichen, die auf uns drauf fallen. Hier kann man sozusagen, ich will nicht spoilern, aber man sieht hier den zweiten Boss, so ungefähr ein bisschen. Irgendwie. Nur ist er dann später rot gefärbt? Ich glaube, das ist tatsächlich ein anderer Moskito, der diesen Moskito hier zwingt, diese Pflaume hier gerade zu tragen. Genau. Oder so. Habe ich nie so richtig durchgesehen. Ist das jetzt der Boss, der sich denn nur anders färbt? Oder? Ich glaube, es ist tatsächlich ein anderes Moskito. Mhm, genau. Dass das ein richtiger Moskito-Gang ist. Mhm. Hey! French Restream, thanks for your raid! Hello! Long time viewer, first time raider. Yay. I'm giving this message towards killing... Oh, this is an amazing raid. I can read the raid message even though it's scrolling so fast. You're amazing. Yeah, you're very awesome. Thank you for the raid. Towards killing the chat and saving the animal. Alright, go for it. Yeah. Also jetzt, in der Zeit gehe ich mal auf den Boss ein. Die wollen, dass der, dass man so läuft, dass man auf der Seite ist, wo der Moskito spawnt, damit er das Ding, was er trägt, so früh wie möglich fallen lässt. Weil wenn er das fallen lässt, dann, dann bewegt er sich schneller aus dem Screen wieder raus. I hope you are enjoying the AGDQ so far. Your French stream. Manipulate the boss right there. If the boss hasn't been hit times at that point after you hit him in that top middle spot, he goes, "Oh, you're supposed to have another hit." So then he just goes right. Das hier ist noch relativ straightforward, der Boss. Eigentlich nichts Besonderes zu sagen, außer dass was Zeiler schon gesagt hat. Ja, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, das Spiel hat recht wenig RNG und das betrifft auch die Bosse. Es gibt einen nennenswerten Boss, bei dem die RNG eine Rolle spielt. Und an und für sich
wissen die Runner genau, wann sie wann treffen können und... Rabaldi, ja, Rayman hat tatsächlich eine Energieanzeige und zwar siehst du ja oben links den Rayman-Kopf, dann siehst du ja, wie viel Leben wir noch haben und darunter diese gelben Kugeln. Siehst du die Lebensanzeige und wir können maximal 5 haben. Und jetzt haben wir noch gerade noch 3. Lebensanzeige füllen wir auf, indem wir diese Ps, diese roten, einsammeln. Die großen geben eben halt dir bis zu 5 Leben und füllen sie auch auf. Solltest du sterben, hast du nur wieder 3. Ja, jetzt können wir Ringe grabben. Schöne Fähigkeit, die das Spiel ein bisschen kaputt macht. Oder machen kann. In der Tat. Technique. I believe you call it speed locking now. Yeah, we've called it different things over the years. But basically, for whatever reason, as awkward as it is... Ja, sind wir auch in der nächsten Welt, und zwar in einer Notenwelt mit komischen Glitchstäben, die Eisphysik haben, die aber uns sehr stark helfen, denn wenn wir einen Schlag aufladen und dann zum Beispiel nach links gucken, werden wir nach rechts geschleudert und dieses Momentum können wir sehr, sehr weit tragen, wie ihr gerade gesehen habt, indem wir einfach ständig abspringen. Das ist, finde ich, sieht nett aus und dann sieht das bis jetzt sehr langsame Spiel doch auf einmal sehr, sehr schnell aus. In der Tat. Das war ein sehr guter erster Pongo-Screen. Das stimmt. Man kann sagen, das habe ich tatsächlich auch hingekriegt, als ich es probiert habe. Hier kommen wir gleich zu einem etwas schwierigeren Trick, und zwar lassen wir uns hier treffen, glitschen uns durch die blauen Kugeln, Stachelbälle, und holen uns den Käfig. Ja, ist ziemlich krass, wenn man das so sieht. Aber der hat jetzt die Invisible Frames von dem Damage Boost ausgenutzt, um durch die blauen Stacheln zu klippen. Und Das spart echt eine Menge Zeit. Genau, definitiv. Im Gegensatz zu, wenn man das nicht machen würde. Weißt du, was es hier für einen Glitch gibt? Ja, erstmal das. Ja, also erstmal kann man einfach mal so da durchklippen. Genau. Diese Puzzleteile mit den Kameramann, sag ich jetzt mal so, das sind die Checkpoints. Wenn wir uns da fotografieren lassen, sehen wir danach einen Tod wieder auf. Und dieser Tod, den wir da gerade gesehen haben, der war intended. Genau, das wird man auch häufiger sehen, dass man einen Käfig einsammelt und... Nice! Das ist, glaube ich, so der einzige Glitch, den man so... also der einzige Glitch, bei dem man den direkt ansieht, dass es ein Glitch ist, dieser Dive nach oben. Einfach indem man mit dieser fahrenden Plattform sich an die Decke duckt. Und dann, schwupps, ist man am Ende, am Screenende. Da wollte ich noch irgendwas anderes sagen. Ach ja, diesen Death Abuse, den werden wir häufiger sehen, dass wir einen Käfig einsammeln und dann uns direkt sterben lassen, weil wir dann in eine ganz andere Richtung müssen. Das ist auch ein richtig krasser Skip gerade gewesen, der ja... Nice. Das Ding mit diesen Ringen ist nämlich, je nachdem von wann du die, also wie weit weg du bist, sobald deine Faust den Ring benutzt, ist deine Leine länger und deswegen kriegst du auch je nachdem mehr Momentum und kannst auch weiter springen. Und diesen Sprung, den er gerade gemacht hat zu dem Käfig, ist so nicht intended. Der müsste eigentlich ganz woanders hingehen, um noch einen Ring zu spawnen, um, dann von Ring zu hangeln und dann zum Käfig zu gehen. Aber das ist halt viel langsamer und deswegen nutzen wir einfach dieses krasses Momentum, was wir dadurch kriegen, dass wir die Leine länger machen als intended, um da drüber zu springen. Sieht auch sehr viel einfacher aus, als es in Wirklichkeit war. Ja, und spart auch mehr Zeit, als man meinen könnte. Hier werden wir gleich wieder einen kleinen Damage Boost sehen. Schafft das? Jawohl. Es ist halt heftig, wie knapp die Sachen sind. Ihr geht würde sterben. Das Ding ist, wenn er das nicht machen würde, müsste er
mit einer, durch eine Fee gehen, die einen kleiner macht, und die Mechanik als kleiner Raymond, die ist halt, ich würde so sagen, sie ist nicht sehr glücklich designt, weil die lässt so gut wie kein Momentum zu beim Laufen. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, wie du Momentum kriegst, aber dafür brauchst du eine rutschende Schräge, und die gibt's hier halt nicht. Und deswegen versucht man das halt irgendwie anders zu regeln, um möglichst wenig klein zu sein. I love the idea of Rayman. Yes, that's a good way of describing it. Like, just like, you know, just all the aesthetics. The game's really pretty and colorful. Hallo, End. Und hier ist er ist gerade an dem Schild vorbeigesprungen. Das macht er einfach nur, weil hier noch eine Kiste ist. Also ein Käfig. Genau. Und ja, der Runner weiß, wo und wie alle Käfige spawnen beziehungsweise sind. Jo, und diese Wolke da, die spawnt, wenn du die Gegner da zerstörst, damit du wieder zurück zu dem Schild kommst, damit du dich nicht sterben musst und das Ganze nochmal machen musst. Ist ganz clever gelöst vom Spiel, dass man nicht alles nochmal machen muss. Nothing you guys are almost yet. Alright, so it's very specific right here. He wanted to make sure he took damage out of the lightning bolt, not actually just the enemy right there. Das hier ist der letzte Screen von Bongo Hills, also vom ersten Level. Aha. Entschuldigung. Nicht schlimm. Du bist krank, du darfst es. Danke für die Rücksicht. Bitte doch. Yo, nächstes Level. Du bist vielleicht ein paar Sekunden vor. Ein paar Sekunden, aber es geht ja aus. Jo, jetzt haben wir wieder meine Lieblingsmechanik, Eisphysik. Genau. Ah, schade. Da wollte er sich durchklippen. Das macht man, indem man nach links, rechts und dann nach unten drückt. Im richtigen Frame. Spart 5 Sekunden, verliert nicht so viele Sekunden, wenn man es nicht schafft, deswegen geht man dafür. Ist halt ärgerlich, wenn man es nicht schafft, aber es ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht schafft. Kostet vielleicht 1-2 Sekunden. Genau, das ist so. Oder halt noch weniger sogar. Hier sieht man wieder. Wir drehen uns um mit dem aufgeladenen Schlag und wir nehmen das Momentum mit. Einfach mit, weil Momentum ist cool, Momentum ist schnell. Definitiv. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Chat, bitte haut drauf. Ja, da, durch diese Schräge, da kann man sich, wenn man im richtigen Frame ist, sich da durchklippen. Aber das hat die leider nicht geschafft. Allgemein bestehen die Tricks sehr, sehr häufig aus Clips, die man so nicht erahnt. Und ich glaube, dieser Screen hier beschreibt die Schwierigkeit von Rayman. Echt cool. Das sieht zwar nach einem niedlichen Game aus, aber dass man da so präzise springen muss, um da überhaupt da durchzukommen, dass da hab sogar ich als Jump'n'Run Ikone Respekt vor. Man kann sagen, Raven, das Dark Souls damals. Ja, damals gab es schon sehr, 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 sehr viele schwere Spiele. Das war ja damals so das Ding, dass die Spiele halt, dass man die halt sehr, sehr lange spielen konnte, bis man sie das erste Mal durchgespielt hat. Genau. Da hat man auch gesehen, er ist Richtung dieser runterfallenden Plattform gesprungen, um nach rechts zu kommen, aber allerdings ist er dann nochmal zurückgesprungen, weil da ein Käfig gespawnt ist. Ein wichtiger Bestandteil des Runs ist übrigens auch das Lebensmanagement, weil wir halt uns öfter mal umbringen, deswegen beinhaltet die Route tatsächlich einige Leben, die wir einsammeln wollen. Ja.
Oh. Nice. Ja, er hat's geschafft. Er war zwar nicht perfekt, aber er hat's geschafft. Ja. Recoil boosting is so good. He's gonna set up for another one right here. Oh. And then try to spawn this in the last second. There very nice. And then he's gonna jump up here, jump out to spawn this exit platform. Yep. That was really well executed, that screen. I know you missed the clips in the first screen, but this is a good grow press throw so far. Speaking of clips, just walk into these spikes and you have just a little bit of room. Ja, man sieht ja halt, dass er ziemlich viel vom Spiel abused, wie halt die Tatsache, dass man ein paar iframes kriegt, wenn man getroffen wird. Was jetzt nichts ist, was ungewöhnlich ist, weil iframes sind wichtig, Leute, weil wenn ihr nicht aufpasst und keine iframes habt, dann werdet ihr einfach sterben. Genau. Das ist also wichtig. Wenn ihr ein Spiel programmiert, benutzt iframes, bitte. Mhm. Das war ein relativ gutes Allegri-Pestro, fand ich jetzt, außer eben da, dass da ein, zwei Clips nicht so geklappt haben, wie sie sollten, aber... Ne, er hat zumindest den Boss der Stage übersprungen, indem er gegen ihn gelaufen ist und mit den iframes durchgelaufen ist. Ja. Jetzt kommen wir zu den blauen Bergen. Iframes, nicht mit Auge, sondern wie der Buchstabe I, und damit meine ich Invincible Frames, dass wenn du getroffen wirst, dass du danach eine gewisse Zeit lang unbesiegbar bist, damit du nicht noch mehr Schaden kriegst. Das ist eine wichtige Mechanik für Jump'n'Runs. Genau. Wie wir gesehen haben, haben wir jetzt Fertigkeit Nummer 4 gekriegt, nämlich den Helikopter. Iframes sind aber cool, um Sachen zu skippen. ja, eben dieses riesengroße Saxophon ist der Boss der Musikwelt gewesen. Genau. Hier wieder ein kleiner Autoscroller, aber für uns kein Problem. Dafür sind wir hier, wir erklären Dinge. Yep. Was sind eigentlich diese roten Ringe da? Die haben irgendwie diese roten Ringe sind eigentlich auch genauso aufgebaut wie die rosa. Nein, allerdings durch das Gericht von Rayman gehen die roten Ringe nach unten. Ah, alles klar. Also können die Rayman einfach nicht tragen. Ja. Ah, Damage Yo. Boost. Hier hat man halt wunderbar gesehen, wie man das Momentum von dem Zurückstoßen des Damage Boosts ausnutzen kann, um einfach Autoscroller-Sachen zu skippen. Entschuldigung. Nicht schlimm. Ich versuche das wegzumuten, aber manchmal denke ich alles dran. Alles in bester Ordnung. It's a pretty cool speedrun. Shouts to the Rayman community again. Gave us that awesome donation earlier for all of the cool tricks they found in this game over the years. Right there, that's. Das ist übrigens auch ein Level, was ich sehr, sehr krass finde. Man muss die ganze Zeit auf diesen Wolken stehen und es ist mehr oder weniger ein Autoscroller, aber du musst halt trotzdem immer ein Auge auf den Screen haben, weil du dich ducken musst, du musst rechtzeitig springen, du musst so ein dickes Stachelding da stoßen, damit es sich bewegt, damit du nicht dagegen knallst. Ist heftig. Aber ja, da hat man das schon gesehen. Er hat nach links geschlagen, bevor der über dem Ring ist dann nach rechts gegangen, damit er weiter einen größeren Abstand zu seiner Faust hat, damit die Leine halt länger ist, damit er mehr Momentum kriegt, um sich so ans Levelende oder ans Screenende zu schleudern. Genau. Ja, der Name von Rayman ist einfach Rayman. Man kann dazu sagen,
diese Stages hier sind schon ein bisschen anspruchsvoller als die ersten beiden. Weil viele Stacheln, hier sehen wir aber auch in den blauen Bergen. Und viele Damage Boosts. Einfach weil wir sonst warten müssten. Und warten in einem Speedrun ist gleich nein. Wir sind hier bei HDQ, lieber Little Doc. Little Riding Hood. Ach, Little Red Riding Hood, ja, jetzt sehe ich das auch, alles klar. Wir sind hier bei HDQ, dem weltgrößten Speedrun-Marathon der Welt. Und ja, da werden wir, das Team von GDQ sammelt Spenden für Prevent Cancer Foundation und wir unterstützen das, indem wir das für Leute zugänglich machen, die vielleicht nicht so gut Englisch können und bereiten das Ganze neu auf für die deutsche Zuschauerschaft, also euch. Genau. Manchmal ist es einfach extrem blöd, wenn wir einfach nur noch 2 Leben haben und dann Damage Boost machen und dann brauchen wir erstmal wieder Leben, um sonst eben wir sterben und das wollen wir natürlich nicht. Das war jetzt allerdings ein Dead Abuse wieder. Genau. Death Warps sind eine tolle Sache. Yep. Das ist auch sowas, was man müsste sich ja eigentlich ducken und dann da durchkriechen, aber man steht dann einfach auf und benutzt die Iframes, um da durchzulaufen. Das ist schon echt, echt gut. Also auch echt interessant. Ja, da hat er den Cycle verpasst. Aber die hat auch hinter der Käfige eingesammelt. Und entweder in der Overworld sozusagen, könnte man sagen. Und ja. Interesting, unique power-up right here. This isn't a permanent power-up you're getting, but you can start just flying forward, actually. Genau, jetzt für das Level haben wir jetzt unsere Helikopterfertigkeit aufgewertet. Und zwar können wir jetzt hier permanent fliegen, wenn wir es wollen. Ja, das ist aber nur levelbedingt. Das haben wir nicht genau. Die ganze Zeit. Genau. Und da ist das Wichtigste, dass wir, wenn wir, sobald wir nach unten fliegen müssen, lassen wir uns einfach fallen. Und naja, nach oben fallen lassen geht nicht, deswegen müssen wir da die langsame Variante mit dem Propeller nehmen. Ob er das Spiel noch irgendwo per PC kaufen kann. Bei eBay mal gucken. Ja, oder bei GOG, bei Good Old Games, dürfte das noch geben. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Die Käfige sind Elektoons und die brauchen wir alle, um zum letzten Boss zu kommen. Genau. Um mal kurz auf die Story einzugehen, Mr. Dark hat die Elektroons gestohlen und hat den Käfig eingesperrt. Und Rayman hat davon Wind bekommen und will natürlich jetzt die Elektroons befreien und Mr. Dark dafür besiegen. Also bei dem Screen hier habe ich damals casual echt verzweifelt. Da bin ich auch ein paar Mal gestorben, weil ich dachte, wie machst du das jetzt? Aber was macht denn diese komische Plattform mit den 2 Dingen? Also, du musst die Seile zerschneiden, weil sonst
Irgendwann zerquetscht dich die, zerquetscht dich nicht die Plattform, sondern du fällst nämlich irgendwann ins Wasser und ertrinkst. Ach, das drückt dich nach unten? Ja. Ah, alles klar. Da hat man auch gesehen, wie er ein bisschen Zeit gespart hat. Weil wenn er hat seine Faust aufgeladen, geschossen und dann ist er runtergefallen und so ist ihm die Faust hinterhergegangen, weil die Faust macht auch auf dem Rückweg Schaden und auf die Art und Weise konnte er den Käfig nehmen, ohne da runterkrabbeln zu müssen, da runterfallen, die Käfig zu zerstören, wieder hochzugehen und dann wieder drunter durchzukrabbeln. Ist einfach alles viel schneller. Und das können wir nur deswegen machen, weil die Faust auf dem Rückweg auch Schaden macht. Genau. Wieder, es gibt eben halt in Rayman 1 sehr viele Autoscroller. Ja, auch Leute, auch welche, die random in den Level platziert sind, wo keiner weiß, warum die... Da ist ein 2 Sekunden Autoscroller drin ist. Ja. I'll get there after. You're doing great for like 6 a.m. by the way so far. I guess we're up to like 7 a.m. at this point. So you're probably. War das alte Rayman schon von Ubisoft? Ich glaube schon. Ja. Alle Rayman Spiele wurden von Ubisoft gemacht. Ja, also nichts, dass ich wüsste, dass was anderes. Bei Rayman 3 bin ich mir nicht sicher, weil ich das nie gespielt habe, aber 1, 2 Original Legends auf jeden Fall. You would think that the hover ability in this game would be maybe how it is in some other games. It would actually slow you down. You maintain all your momentum going into your. Hier ist immer wieder Eis für sie. Right there again. Die war Eisphysik, ja, ne? Ja, also Rayman ist gut, finde ich. So I'm going to be doing a recoil boost here that'll jump over two of these like ideally like normally all four of these. Ist tatsächlich keine reine Männersache. Mir würde jetzt zum Beispiel instant Xephros einfallen, die momentan Anwärter für den Weltrekord ist in Hollow Knight 106%. Weiß nicht, ob es an diesem Event schon weibliche Runner gibt, aber ja. Ich bin auch der Meinung, dass wir Nachwuchs an weiblichen Speedrunnern brauchen. Ja, also ich auf jeden Fall auch. Also Mädels, traut euch. Dieser Boss hier ist sehr interessant und zwar, weißt du, wie er funktioniert? Ich glaube, man muss den Stein im Hintergrund auf den Boss schleudern. Genau. Und das können wir nur dann machen, wenn er uns einen Stein gibt, auf den wir dann draufspringen können, um genau. Dann das Ding dazu erreichen. Allerdings tun wir uns hier in die Mitte stellen und tun und wenn der Steingolem hier den Dinger runterschleudert, tun wir uns durch einen Damage Boost lassen und der boostet uns ja nach oben und dadurch können wir dann den Boss nochmal treffen, als nur einmal. Kennt ihr ein Spiel, das nachträglich gepatcht wurde, um es für Speedruns zu optimieren? Nee. Ich kenne nur Spiele, die so gepatcht wurden, damit manche Speedruns erschwert werden. Und jetzt dancen wir, haben wir gerade ein bisschen gedanced. Ja, just so many cool damage boosts that he used there to jump up and through the mall. Ja, ich glaube, das kriegen wir sogar die letzte Fähigkeit, das können wir rennen. Yep. Yay! Jetzt können wir allerdings nicht mehr die Zuge rausstrecken, sondern das wurde jetzt mit der Rennfertigkeit ersetzt. Wieder Damage Boost, was wohl sonst? Jetzt gehen wir eben halt die Level ab und tun eben halt die Käfige und besorgen, die wir brauchen.
Genau, die Route ist nämlich so, dass wir so schnell wie möglich alle Fähigkeiten kriegen, weil damit wir auch an alle Käfige rankommen, denn es gibt einige Käfige in früheren Leveln, an die wir gar nicht rangekommen sind, weil wir noch nicht rennen können. Und die werden wir jetzt einfach alle nachholen. Genau. Ich finde, eine 250.000 am zweiten Tag ist schon kann man sehen lassen, doch. Ja, auf jeden Fall. Wieder intended tot, aber gibt es eben halt wirklich extrem viele. Am Anfang jedes Levels sieht man ja so ein Zurückzeichen. Da kann man wieder in die Overworld zurück und theoretisch ein anderes Level rein. Wenn man wirklich Lust hat. Oh, ich liebe es, wenn Runner bescheiden sind. Hat er gerade was gesagt, was ich verpasst habe gerade? Der hat gesagt, Spike Vegeta hat gesagt, wir sind jetzt in dem Level, wie auch immer, mit Heiz. Und, das ist ein ziemlich konstantes Level. Und dann hat der Runner gesagt, ja, yeah, es ist sehr, sehr konstant, wenn du nicht ich bist. Okay. You're also seeing a technique he's utilizing sometime all over the place. We didn't really get into it. But again, it's doing a very slight hover right before you hit one of those bouncy clouds, because that actually will maximize your height. You'll guarantee. Man kann sagen, es gibt Wolken, die verschwinden. Es gibt Wolken, die bleiben. Diese Wolken, die einen hochschleudern. Und hier sieht man jetzt, glaube ich, den längsten Autoscroller, den es im Spiel gibt. Yay, wir hatten sogar Zeit für Donations. Wenn ich was hätte, würde ich es vorlesen. Alles klar. Heute, spendet. Das ist für einen guten Zweck. Wow, er hat jetzt einfach den Käfig out of screen noch aktiviert. Die Spenden gehen an Prevent Cancer Foundation. Seit 1985 verschiedene Projekte im Bereich der Krebsforschung unterstützen. Wie der Chat mir verraten hat. So. Oh nein. Oh Mann. Da verkackt er gerade ein bisschen. Du hast natürlich. Ja. Aber jetzt hat das. Oh, schade. Also, diesen Weg, den würde man normalerweise gar nicht gehen, glaube ich. Ja. Weil er den Skip am Anfang verpasst hat, musste er jetzt halt nochmal von da oben dahin springen. Kostet jetzt vielleicht 15 bis 30 Sekunden. Oh, war sehr schön. Er ist einfach. Oh, nice. Dachte schon, der klippt dich da wieder nach oben und verpasst den Clip, aber so geht's natürlich auch. Na, ich glaube, er kann den Clip öfter versuchen. Ich glaube, der ist nicht so punishing, wenn man den nicht first try hinkriegt. Okay.
Yay, er hat den nächsten Clip geschafft. Also er hat da jetzt einfach ganz oft geduckt und er hat gehofft, dass er da durch die Schrägen kommt. Die Schrägen, die sind nämlich nicht so ganz solide, wie sie aussehen. Ja, wenn ein Speedrun fast 2 Stunden geht oder 1,5 Stunden geht, dann kann man glaube ich schon sagen, dass das Spiel doch recht groß ist. Ja. Es wird nicht aktiv versucht, einen Weltrekord aufzustellen. Die Runner, die hier auf dem Event sind, das sind zwar alles Top-Runner und theoretisch wäre ein Weltrekord möglich, immer, die Möglichkeit ist immer gegeben, aber es ist nicht das Ziel, Weltrekorde aufzustellen. Wenn einer passiert, ist natürlich Mega-Hype, aber genau. Ist halt immer noch ein Weltrekord, ne? Den macht man halt nicht einfach so. Und ja, das Event ist halt mehr einfach nur die Runs vorzustellen und dabei Spaß zu haben und gleichzeitig den guten Zweck zu unterstützen. Genau. Ja, genau. Wie der gute Ziffer schon schreibt, wenn ihr spenden wollt, dass die Spende hier bei uns vorgelesen wird, gebt ihr vorher ein Donation an, jetzt ein GER oder ein Deutsch oder irgendwas ein, damit wir sehen, dass die Spende für uns ist und wir sie vorlesen können. Weil bei den zigtausenden Donations, die da reinkommen, haben wir einfach keine Möglichkeit, die Donation rauszufiltern. Und am besten schreibt ihr erst was Englisches, dann was Deutsches, weil sonst kann es sein, dass der Text nicht angenommen wird, weil sie denken, das ist eine Beleidigung, weil die können ja kein Deutsch. Finde ich aber auch irgendwie blöd, weil wenn die einfach die Sprache nicht können, dann sollten die dann einfach on-screen nicht vorlesen, weil was bringt das denn in Deutsch? Egal! Genau. Hier haben wir wieder einen Damage-Boost wieder mal gesehen, um den Käfig zu erreichen. Jetzt machen wir schon mal ein bisschen Backtracking, weil die meisten Fertigkeiten, die haben wir ja. Du müsstest auf speedrun.com das Spiel deiner Wahl eingeben. Oder bei uns, wenn ihr den Weltrekord des aktuellen Spiels wissen wollt, Ausrufezeichen WR. Da dürfte der Weltrekord und die PB des aktuellen Runners auch drin stehen. Yep. Ja, wie es ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, jetzt haben wir alle Fähigkeiten und deswegen gehen wir wieder zurück, weil jetzt ist es am schnellsten, die ganzen Käfige einzusammeln. Wir hätten auch direkt wieder in die Level gehen können und ohne Power-Ups die Käfige aufsammeln können, aber das wäre halt wesentlich langsamer, weil wir halt nicht rennen können und die Laufanimation von Raymond, die ist halt doch schon sehr, 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 sehr langsam. Und jetzt sind wir in der Kunstwelt, wie ich so immer schön nenne. Du siehst ja viele Radiergummi und Bleistifte. Ja, optisch finde ich die Welt hier ziemlich Bombe. Oh ja, auf jeden Fall. Kommen noch größere Glitches. Ich glaube, den größten, den ihr gesehen habt, war dieser eine große Clip durch den Boden. Genau. Mit dieser erfahrenen Plattform, die nach oben kam, ganz in der zweiten Welt. Genau. Das ist, glaube ich, das Größte, was da was passieren konnte. Yep. Dann sehen wir eben halt hin und wieder nur mal, wie er sich durch Böden klippt, aber das ist jetzt nichts Besonderes. Weil manchmal ist Raymonds Hitbox extrem, wie soll ich es sagen? Klein? Klein? Klein, trifft sie ja.
Ja, ja, ich erinnere mich. Also, es gibt manche Sachen, wo du dir denkst, da fuck, das trifft ihn, aber du slidest einfach an der Seite von irgendeinem riesigen Objekt, was dir eigentlich den Weg versperren sollte, dran vorbei. Genau. Das ist schon ziemlich lustig eigentlich. Und hier sieht man halt auch sehr schön, du rennst, aber guckt euch mal an, wie langsam der kleine Rayman ist. Hey, you invited them on the couch, not me. What are you doing? I thought you liked the buns. They're sharp. You're part of it. My God, it is too early. Man kann auch dazu sagen, wie Zeilo schon richtig meinte am Anfang. Man will es eigentlich vermeiden, klein zu sein, weil klein Rayman ist gleich. Naja. Der ist halt langsam. Der ist halt echt langsam. Ja, manche lässt sich einfach nicht vermeiden. Will have eyeballs at certain points. And then it'll shoot lightning at you. That just makes sense. God, I love the aesthetic of this game. Okay, so the whole reason why I wanted to have a specific amount of power-ups to this point. Ja, ich kann nochmal an der Stelle erwähnen. Es ist halt. Ach, das hier ist übrigens etwas. Den Käfig, den er da aktiviert hat, den kann man nur treffen bei einer ungeraden Framezahl. Das Spiel läuft, glaube ich, auf 60 FPS. Und deswegen, ja. Man hat halt also keinen genauen Frame, den man treffen muss, aber halt 50% aller Frames sind genau den Frame, bei dem man diesen Käfig öffnen kann. Und er hat es gerade First Try hingekriegt. Ist cool, aber es hätte jetzt auch sein können, dass er halt 8 oder 9 Mal probieren müsste. Ist halt einfach Zufall. Ja. Weil man leider nicht sehen kann, auf welchem Frame man sich gerade befindet. Oder die Faust, wenn die den Käfig trifft. Wir müssen hier klein werden. Das ist ein bisschen ätzend, aber wir können zum Glück hier ein bisschen Momentum aufbauen, weil wir haben eine rutschige Schräge. Aber das hat sich jetzt auch erledigt. Hover right there in order to just hit the inky parts of the platform so he could carry that momentum all the way. As you can see, the biggest problem with being Tiny Rayman, this is one of the first times we actually seen him as Tiny Rayman. Is it the first? Ja, sieht mir, wie viel schneller wir einfach sind. He moves really slow. Yo, interesting first strat right there. I'm gonna take a hit on purpose so I don't do this strat. Just take it. Okay. Wow. Ja, und das ist halt, wie ich schon öfter mal erwähnt habe, man muss einfach random irgendwo hinspringen und das triggert dann irgendwas irgendwo anders in dem Level und dann muss man zurückgehen, das wieder einsammeln, um weiterzukommen. Und das ist halt irgendwie, also für mich sieht das nicht sehr clever designed aus, aber Iwana wissen natürlich, kennen das Spiel natürlich auswendig und deswegen wissen die, was sie wo triggern können, damit sie dahin gehen können, wo sie hingehen müssen. Und dieser Bombentyp da oben, der oben in dem Schiff sitzt, ist eins der nennenswerten RNG-Elemente in diesem Spiel. Man muss halt einfach gucken, wohin man springen muss, je nachdem, wie er die Bomben wirft. Not really go that far. That's one of the very few instances in this game of RNG. Yeah, true RNG. There's a general in speedrunning doesn't have a lot of RNG to them. Go ahead. But the only. Ja, es hat ja nichts mit Grübeln zu tun, weil, also ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe es ja wie gesagt nicht selber gespielt. Es sieht für mich nur so aus, als würde, da wäre das alles ziemlich random und man hat absolut keinen Hinweis darauf, was jetzt im Level getriggert wurde. Nun ja, haben wir Zeit für eine deutsche Donation? Klar. Und zwar hat ein User von uns $5 gespendet mit dem Kommentar Hope, Rare, Bring Raymond, Dex and New Donkey Kong in 2018 and 2019. Vielen Dank dafür und ein Rummel bitte im Chat. Nice. Danke für deine Donations. Deine eine Donation. Ohne Mehrzahl.
Yay, nächster Boss geschafft. And it has to be darting, it can't be spinning. It just it has to be moving somewhere and not off screen yet. Ah, das war der Boss. Dieser ich hatte nämlich gerade eine Donation. Ah, die Welt heißt Builder City, nur so mal nebenbei erwähnt. Ja, und wir werden auf Kulis springen. Ja. Diese Fülle der Insta-Kill? Nein. Ach ja, stimmt, wir hatten nur ein Leben in dem Boss, ja, ich erinnere mich. Genau. Was man vielleicht sagen kann zu den Faust-Power-Ups, wenn du stirbst, verliert man die. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn das Spiel ist so geroutet, dass wenn du einen Death Abuse machst, dass man dann die nächsten Sachen tatsächlich die Slow Fist braucht, um gewisse Dinge zu machen. Denn die Fast Fist, die mit der kann man zwar auch einige Sachen machen, aber eben genau die Sachen, die man mit der Slow Fist macht, die kommen halt genau nach einem Death Abuse. So rein zufällig. Als ob das geplant wäre von den Speedrunnern. Man merkt eben halt hier wieder Eisphysik wegen der Tinte. Die wirkt so wie das Eis in Bongo-Wild. Beispiel. In der Musikwelt also. Ja, und jetzt haben wir wieder so ein Level, bei dem wir wunderschön propellisieren können. Propellisieren? Okay. Das da zum Beispiel, dass man sich da einfach an diesem Stift da hoch sliden kann. Das ist einfach ridiculous. Ja. Und da sieht man wieder, wie klein Raymond Hitbox ist. Das ist einfach unglaublich. Denke ich mir auch, wie findet man sowas? Haben das die Leute beim Casual-Spiel rausgefunden? Ich hätte das nie hinbekommen, ganz ehrlich gesagt. Ja, irgendjemand wird schon auf die Idee gekommen sein. Ja. Wieder so, oh, ich bin Raymond, ich komm da durch. So, irgendwie. Wow. Wow, er hat das sogar ohne Hit geschafft. Normalerweise Damage boostet man sich an diesem einen kleinen Gegner da. Wie eben, ja, die Grafiker für damalige Zeiten echt bombastisch, wenn man bedenkt, das Spiel ist 20 Jahre plus. Alter, ich finde, das Spiel sieht jetzt immer noch ziemlich geil aus. Ja, es ist eben halt ein Spiel, das sehr gut gealtert ist. Wie liegt der in der Zeit? Ziemlich gut. Er liegt wirklich gut in der Zeit. Also RIP Estimate wird nicht, aber er wird auch nicht, würde ich meinen. Nee, würde ich auch nicht sagen. Schon so viele Fehler gemacht. Das Ding ist, er hat zwar Fehler gemacht, aber er hat jetzt keine so gravierenden Fehler gemacht, dass es ihn mehr als eine Minute gekostet hat. Ja. Was das auch nicht heißt, dass er. Also, er hat keinen einzelnen Fehler gemacht, der eine Minute kostet. Der Run ist nicht perfekt, aber der ist schon sehr, sehr schnell. Ja. Muss man eben halt sehen, wie es am Ende ist. Wir können es eben halt gerade nicht einschätzen. Ich würde meine Weltrekord ist nicht unmöglich. Da wieder so. Kleiner Troll. Jetzt kommt wohl der prestigeträchtigste Boss, den man eigentlich aus Raymond kennen sollte. Aber erstmal die Vorlevel. Weißt du, wen ich meine? Welchen Boss? Ne, ich hab nicht aufgepasst. Sorry. Die Space Mama
Ach ja, genau. Not so much on the screen, but there is one cage that I'm going to be doing very, very specific movement setup there, and I punched the backwards. Whatever. I thought you didn't like decommit from it and go backwards. Ja, Holzfinger, ich glaube, momentan hat Twitch echt ein paar größere Probleme. Yep. It is what it is. It's fun. So coming up here with this cage, it's pretty specific. He has a setup for it, but you need to normally punch out all. Yep. And then just punch overhead. Sehr gut. Hit that one. Right man sieht halt, man sieht halt auch schon beim Zusehen, wie knapp einige Tricks sind, die er da macht. Außer halt hochspringen, diesen einen Pinnnadel da runterschießen und dann nochmal. Die, unter die Pinnadeln durchschießen, um den Käfig noch zu erreichen. Das hat er gerade First Try hingekriegt. Beeindruckend. Alright, so this is one of the hardest tricks in the entire run. Some will say the hardest. It's called Storm Urskip. Ah, das hier ist einer der härtesten Skips im Spiel. Nice, First Try. Trying to fully extend also nice, barely clearing over that. The second hardest trick in the game, avoiding dying. Also da probiert er, hat sich geschafft, er hat sich da jetzt auf diese hoch und runter fahrende Plattform geskippt. Aber was dadurch dann auch passieren kann, ist, dass er im falschen Winkel ist und runterfällt und stirbt. Sei doch noch anwesend. Da. BP. Danke. Ich habe gerade, du hast gerade den härtesten, den zweithärtesten Skip im Spiel, Trick besser gesagt, im Spiel verpasst. Ja. Sorry Leute, ich plane auch nicht krank zu sein, Nein, alles gut. Und zwar hat er sich durch diese O's, nenne ich sie immer, so geschwungen, hatte so viel Momentum auf, dass er eben halt auf die obere Plattform sich gedamaged boostet hat, die hoch und runter fährt. Weil, wenn man da bisschen verkackt, fällt wohl runter und stirbt, aber er hat es geschafft. Gute Besserung von Tylo, von Veni. Ja, ich bedanke mich schon in. Und hallo Sabbel. Das. Boah. Okay, das war's neu, das kenne ich noch nicht. Ich kenne, dass er halt gewartet hat, also auf diesen Spitzer, der dann, das ist halt ein bisschen Blödsinn, wenn das so sagt, und der geht halt, das ist halt ein Spitzer. Ja. Dass er einfach wartet, bis er wieder zurückkommt. Aber hier hat er sich einfach Damage boostet, um früher auf den Spitzer zu kommen. Das ist halt ein Spitzer. Also, man, wenn man die heutigen Spiele von Rayman kennt, dann kennt man den Humor von Rayman und man sieht dem Spiel irgendwie auch an, dass sie den Humor einfach behalten hat. Ja. Ich liebe diese Welt, die sieht einfach so herrlich dämlich aus. Mhm, genau, und hier sieht man eben halt jetzt die Space Mama. Jo, die hat einfach ein Laser-Küchenroll-Dingsy. Wieso ist das eigentlich so ein klischee-mäßiges Küchenutensil? Ich bin. Nutzt sowas eigentlich nie, aber. Du frag mich da bitte nicht. Egal. That's alright. This one's gonna get a little more casual because again, he does need to be able to damage boost on some of these. Alright. So I can go for another one, but I have two health. Oh yeah, I think you know the run's been pretty solid so far. Mosquito Bombe. Mhm. Hier sieht man eben halt diese Phasen. Die ist immer so, die muss er bis zum Ende abwarten. Ja, ist ein bisschen bescheuert. Yep. Nein, Paul, man.
Das hat sie noch nie getan. But her washing machine that you see just awkwardly sitting back there on the screen. It hits you on the way in, by the way. Yes. If you're on the left side of the screen and you're here the first time. Yo, man muss einfach warten bis zu einem gewissen Zeitpunkt von einer Attacke, damit man sie treffen kann. Das dämliche an den Bossen ist, die haben nämlich auch Iframes, allerdings sieht man sie nicht. Und man würde die Iframes hören, wenn man sie während den Iframes trifft. Und jetzt müssen wir die Waschmaschine verprügeln. Die Waschmaschine hat auch Iframes, die man weder hört noch sieht. Denn sie macht immer das gleiche Geräusch, wenn wir sie hitten. Aber der Runner hat natürlich ein gutes Gefühl dafür und weiß, wie lange die Iframes dauern und kann sie dann hitten. Invincible Frames. Das heißt, wenn man jemanden trifft oder getroffen wird, dass man dann für eine kurze Zeit unverwundbar ist, damit man nicht noch einen Hit landet oder landen kann. Oder gelandet wird. Ihr wisst schon. Ja, man muss die Waschmaschine halt verprügeln, Veni. Das ist halt auch ein Gegner. Die benutzt halt ein Schild. Aber wir bewegen uns aber gerade auf das Ende zu. Das hier ist jetzt der vorletzte Boss, den ihr da in dem Ladescreen gesehen habt. Dieser lustige Steinskorpion. Und, Jo. Also, I'm more consistent now that I have, like, the level 1 fist. I'm gonna be trying this ring climbing here to make sure that I punch this, turn back, ring climb. Da hat man doch wieder gesehen, wie, cool man diesen Momentum mit den Ringen ausnutzen kann. Sieht einfach klasse aus, wie, wie Runner das so ein recht langsames Spiel noch verschnellern können, ist einfach cool. Wobei, sobald man rennen kann, sieht das Spiel gar nicht mehr so langsam aus. Aber es ist trotzdem krass, wie viel Tempo sie noch mal rausholen können. Ja, Iframes werden halt deswegen genutzt, um, also vom Spieldesign her sind sie halt deswegen praktisch, weil man dann halt nicht direkt nochmal Schaden nimmt, um sich halt neu zu positionieren, weil wenn man die ganze Zeit aufpassen würde, würde man keinen Schaden kriegen, dann bräuchte man die Iframes nicht, ne? Also, und Runner nutzen das halt aus, um durch Sachen zu sklippen, durch Gegner zu springen, um sie nicht besiegen zu müssen. Genau. Ist halt schon ziemlich cool alles. Tylo, willst du denn die eine Frage aus dem Chat beantworten? Da würde mich gefragt. Wie kam es dazu, dass wir das hier auf Deutsch kommentieren oder moderieren? Ich glaube, Exo ist schuld. Yep. Bin mir da aber nicht so ganz sicher. Ich kenne die Story von German Schnitt so gut. Aber ursprünglich hat Exe den deutschen Restream für GDQ übernommen. Das waren dann, glaube ich, 5 Leute damals. Ziemlich wenige halt. Und dann ist der französische Restream abgeraucht. Und dann sind die zu Exe gegangen. Und dadurch sind halt ganz, ganz viele Memes entstanden. Unter anderem das German-Meme. Power, französische und deutsche Zusammenarbeit. Und das machen wir das hier auf Deutsch. Aber auch für die Leute, die eben da den Mainstream nicht schauen wollen, weil der Mainstream zu voll ist oder einfach also kein Englisch können oder nur sehr wenig. Ja, oder in diesem Fall sogar, weil die Netz haben wollen und trotzdem chatten wollen. Ja. Auch wenn man jetzt im GDQ-Chat nicht so gut chatten könnte, aber ist egal. Genau. Und jo, seitdem sind wir hier gewachsen und jetzt sind wir hier und müssen gucken, wie wir klarkommen.
So, jetzt haben wir ein bisschen Downtime. Wir müssen nämlich jetzt 40 Sekunden warten, bis was passiert. Hi Leute, wie geht's euch? Kann man in der Zeit was trinken? Ja. Great work, everybody. Keep a doing the fastness. Mwah, mwah. Yeah, for whatever reason, sag mal am besten mal so die Zeiten. Aus Speedrun bekommen sind mit und ohne Ladezeiten. Ja. Wir haben jetzt so eine. Wie nennt man das Ding? Glühwürmchen bekommen. Der steckt jetzt in unserer rechten Faust. Und wenn wir jetzt schlagen, dann bewegt sich das Licht halt nach vorne. Und. Jo. Da wir aber Speedrunner sind, das Spiel auswendig kennen. Genau. Können wir einfach durch das Level cruisen. Wenn du es nämlich casual spielen würdest, wäre es nämlich so, du müsstest es nämlich deine Faust nämlich in die Richtung schlagen, um zu gucken, was da ist. Aber wie du schon richtig meinst, ein Speedrunner von dem Game weiß natürlich, wo er lang muss. Warum sagt ihr immer wir? Keine Ahnung, irgendwie gewöhnt man sich das immer so an. Weißt du, wenn du Let's Play auf YouTube guckst, dann sagt der Let's Player auch immer wir, obwohl er alleine spielt. Frag mich, wo wird der nicht? Ich weiß nicht, ich hab mir das so angewöhnt. Das hat natürlich auch manchmal der Runner und so, aber eigentlich finde ich, klingt also wir auch ganz cool. Die Speedrunner, die das Spiel run. Und wie lange man Casual braucht für das Spiel? Oh je, wie lange habe ich denn damals gebraucht? Schwierig zu sagen. Ja, nice. Und jetzt ist er. Das hat er 4 Sekunden gespart, weil er dann instant durch den Boden geklippt ist. Krass. Das ist mir neu. But yeah, again, what's happening is he's throwing his fist above the ring, looking like he's whiffing, but that's actually then throw it up and then get as far as mal lernt er immer was dazu. And spawned the cage and threw the fist. Das ist übrigens auch eine sehr, sehr coole Mechanik. Er hat jetzt die Faust nach rechts geworfen, bevor der Käfig gespawnt ist, hat den Käfig dann gespawnt und die Faust hat diesen Käfig nur erwischt. Das sind alles so kleine Timesaves, die aber ziemlich cool aussehen und ziemlich viel Swag haben. Ja, wird auf jeden Fall hier wieder ein Damage Boost. Ach ja, diese komischen Plattformen, die gibt's ja auch noch. Also aus irgendeinem Grund sind Stromleitungen in dieser Höhle verlegt worden, auf denen eine Froschuntertasse slidet. Und naja, das ist jetzt ein Autoscroller. Wir können nichts anderes tun, als auf dieser Plattform zu warten, beziehungsweise darüber zu springen und das Level ein bisschen abzukürzen. Aber diese Mechanik, die wird jetzt ein bisschen weiter vertieft. We have a $20 donation from Cry. Rayman was one of the first games I ever played and seeing it get beat up is so satisfying. Thanks for to everyone for making. Hier sehen wir Schalter, die Richtung von dem von der Untertasse ändern. $150 donation from Wilksy with no message. Spike Vegeta seems to be on. Oh je. Guys, ihr macht mich fertig. Wieso? Lest doch mal den Chat. Ja. Good luck with don't miss a cage. Yacht aus dem Run, tut mir leid. We have $5. Nicht mehr so auf unserem Chat. Good luck with your run, Glackum, from the Fun House. We're all wishing you the best of luck. Only have fun in the Fun House. We have $50 from Wuppy. Rayman was the Veni kennt natürlich die Psycho-Spielchen. Ich weiß gar nicht, was das feminin gemeint ist. Egal. Was für eine Konsole ist das PS... es wird auf der PS2 gerannt, allerdings ist das ein PS1-Spiel. Das steht PSX. Ach, das ist PS1. Ja. Egal. Einfach die PS1 Spiele auf der PS2
schnellere Ladezeiten haben. Auf jeden Fall bei Rayman. Ja, hier klippt er sich durch die Fische durch, holt sich hier den letzten Käfig. Leute, ich bin krank, ich bin nicht besoffen. Und der Screener sieht auch echt ätzend aus. Man hat halt nur diese Bälle da, wo man drauf entstehen kann, und die muss man, da muss man sich irgendwie zurechtfinden. Ach, schrecklich. Ja, du klingst auch nicht besonders gut. Ach so. Wow. Griff. Death is Team. Ah, ich liebe diesen Trick, wenn man einfach über den Ring schießt und dann. Ah, das ist. Das sieht so schön aus, ich weiß nicht. Guckt euch das an. Ah, oh, wunderbar. Und dann, oh, Momentum weitertragen. Boah, gib mir deine ab. Leute, ich guck euch das mal an, das sieht einfach schön aus. Es geht ja hier nicht darum, WR oder PV zu. Es geht darum, die Rand zu zeigen. Es ist einfach ein erstaunliches Level. Ich weiß nicht, ob ihr Rayman Legends kennt. Der Speedrun ist auch sehr schön, wenn man sieht, so die eine Animation überholt die andere und irgendwie sieht mir das da ähnlich schnell aus. Das ist einfach. Ich mag schnelle Jump'n'Run Spiele, Leute. Das würde ich ja selber bannen, aber leider habe ich gerade keine Mod-Rechte. Ich auch nicht, danke. Werde ich in Zukunft tun, Toggleton. Ich entschuldige mich dafür. Das hier ist ein bisschen RNG. Wird alle Plattformen bis auf eine. Eigentlich sollte er eine stehen lassen. Egal. Auf jeden Fall wird er jetzt erstmal auf die Nase geschlagen, also diesen Boss, damit er schneller wieder nach hinten geht. Er nimmt keinen Schaden dadurch, da wir ihn auch technisch gesehen noch nicht bekämpfen. Wir weichen ihm aktuell nur aus. Wir müssen einfach nur warten, bis wir weitergehen können und die Lava nach oben steigt. Ich würde gerne sagen, dass man geschlagen wird, aber er haut einfach nur auf den Boden und naja. Egal. Das nächste wird sein, wie wir diesen Steinskorpion bekämpfen werden. Und zwar müssen wir, glaube ich, diese blaue Kugel, die er schießt, abschießen. Yep. Sehr gut. Habe ich mich doch nicht verguckt. Nein. Looking the other way. Should we do it? All right, well, let's challenge him then. I was going to say, he called it out. I can still see. Oh. Dieses JDQ kommt tatsächlich noch in Ocarina of Time Run. Ausrufezeichen, Schedule, da kann man gucken. Das war mehr so eine Frage, die ich mir selber gestellt habe. Ah, okay. I don't know. I could have done it with you. Ja, tatsächlich. I believe you. Boah, ich glaub, 100%, what the fuck. Alles klar, GDQ. Was ist denn ein Loading Screen Simulator? Eine sehr gute Frage. Okay. Jetzt geht's zum Final Boss. Yay, aber zuerst reiten wir noch auf einer Pfanne. Das ist also mehr oder weniger Autoscroller, aber tatsächlich kann man den mit ein paar kleineren Sprüngen abkürzen. Das heißt, also ich als Laie erkenne da jetzt keinen Timesaver, aber der Runner wird fluchen, wenn er keinen Timesave geschafft hat. Daran erkenne ich, aha, da ist also irgendwas. Naja, das ist Mr. Dark, heißt er, glaube ich. Yep. Das ist unser letzter Boss. Den können wir erst dann bekämpfen, wenn wir alle Elektroons eingesammelt haben. Haben wir, deswegen sind wir hier.
to a T. If you're a Tass and you just super jump over the level, he'll super ich glaube, dieser dunkle Raymond, von dem wir gerade verfolgt werden, beamt, glaube ich, alle unsere Bewegungen nach. Ja. Ah, genau. Ach, ich... Entschuldigung, mein Gehirn arbeitet nicht richtig. Veni, wie lange werden sie brauchen? Maximal, wenn es gut läuft, 2 Minuten? 3? Also, ich würde sagen 4. 4 Minuten könnte noch gut hinhauen. Ja, also schling dein Essen runter. Ah, danke Crazy. Das macht sogar Sinn. Das ist nämlich in Donkey Kong auch so. Der dunkle Raymond ist dazu da, um dich zu bestrafen, falls du zu langsam bist. Weil der macht ja alles nach, was du machst. Und, naja, wenn du dann zu langsam bist, holt er dich ein und, kriegst Schaden. Das war der Clown Skip. Wir sind, besser gesagt, auf den Kopf von diesem Clown gesprungen und haben uns hochgedamaged-boost. Ach, Veni, ich biete dir sogar noch die Setup-Zeit an für den nächsten Run. Und eventuell sogar noch ein Interview. Genau. Was, denke ich, überkommen wird. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber, ja, sie haben den Reverse-Boss-Order-Run in Donkey Kong Country tatsächlich gezeigt. Auch kommentiert genau. Von mir, da war ich noch nicht so krank. War geil. Ja. Also wenn ihr es verpasst habt, könnt ihr jetzt ruhig an, nachgucken. Eventuell kommt das irgendwann auf unseren YouTube-Kanal. Ja. Vielleicht. Ja, der ist halt schon ziemlich glitchy, ne? Ich hatte Spaß. So, jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen dodgen. Wir sehen da eventuell toggelten, eventuell. Ja, wir können Mr. Dark jetzt gerade nicht bekämpfen. Wir müssen warten, bis er seine Schergen ruft. Schergen sind alte Bekannte. You're doomed, Raymond. I'm doomed. The game ends here. Yeah. I think I'm just jealous because I'm not good at puns at all and you guys are really, really fast. Yay, es haben die Editions uns geholfen, das Power-Up zu kriegen. Und jetzt hat man herausgefunden, was Mr. Dark mit seinen Schergen getan hat. Er hat nämlich alle Einzelteile genommen und sie irgendwie random wieder zusammengefügt. Und gegen die kämpfen wir jetzt. Und... Hier sehen wir im Tal wirklich so ein kleiner Boss-Rush, besser gesagt. Und das ist jetzt, ja, das ist der letzte Part von dem Bossfight und wenn er tot ist, dann ist es time. Er ist sogar noch ein Sub, oh wow. Nice, er ist ein Sub 122. Richtig guter One. Alright. Das war ein sehr guter Run. Hier sehen wir hinter die nochmal die Endcutscene. Hallo, Tiff. Hallo. Hi. Oh, das war nett. Ja, auf jeden Fall. Und dann halt auch durchgehalten, Silo. Ja, ich bin beeindruckt. Ja, ich fand das gerade gut. Ja, ich fand's auch gut. War schön. Hallo, Veni. Hallo. Hallo. Also, wenn einer noch User joint your channel kommt, dann weiß ich, das ist Veni. Was gab's bei dir zu essen? Okay. Pizza gibt's immer noch, aber die schmeckt auch kalt, also esse ich den Rest nach dem nächsten Run. Alles klar. Nee, ich war tatsächlich so blöd, vorhin mit dem Hund zurückzukommen, sofort die Pizza reinzuschmeißen und erst dann zu gucken, wie weit der Run hier ist. Das war ein Fehler. Aber naja, egal.
War darauf genau. Zumindest hatte ich einen schönen Run und ein schönes Commentary beim Essen. Das passt schön. Ja, Schleimer, ne? war sehr besser, als ich erwartet habe. Kurz gucken, schauen. Nee, ich meine, gerade angesichts der Umstände, dass du jetzt, oh Gott, ich wollte gerade sagen, geistig angeschlagen warst. gesundheitlich angeschlagen warst, meine ich. Entschuldigung. Alter, du mich auch. Es tut mir leid. Wow. Es tut mir echt leid. Du hast ein Gut bei mir oder ein Frei bei mir, so. Nee, aber gerade angesichts der Tatsache, dass du halt gesundheitlich angeschlagen warst, wirklich gutes Commentary. Ja, und da stimmt mir der Chat auch zu. Vielleicht eine Nebencommentary ab, ne? Ich glaube... Nein, als wenn ich mich bei Kid Icarus